Hallo zusammen. Neben mir steht eine attraktive Dame, das ist Doris. Hallo. Sie Kölschmädchen. Habe ich das richtig ausgesprochen? Kölschmädchen. Kölschmädchen, die jetzt in einer anderen Feier- und Launestadt lebt, nämlich in Zell an der Mosel. Ganz in der Nähe gibt es den guten Kröwernacktarsch auch. Aber wir stehen ja jetzt nicht hier, um euch gemeinsam irgendwelche Kassetten jetzt vorzudrücken, sondern um etwas vorzustellen, von dem ich völlig überrascht war, dass es sowas überhaupt gibt. Doris, vielen Dank, dass du uns auf die Idee gebracht hast und bereit bist, uns das auch mal zu zeigen, weil ich glaube, das Teil werden wir uns auch anschaffen. Das habe ich jetzt schon häufiger gehört. Jeder Mann, der neben meinem Wohnmobil gestanden hat und auf diese Teile geguckt hat, der hat anschließend gesagt, gut, ich habe es schon bestellt. Und das war bisher nicht nur einer. Ja. Ja. Aber ich muss noch kurz was zum Kröwernacktarsch sagen. Ja, in Zell gibt es auch noch die Zeller Schwarze Katze. Also da bin ich verpflichtet, weil ich habe ganz viele Winzerfreunde. Ja, und ja, wenn ich das nicht erwähne, ich glaube, übel. Und, ich kriege keinen Wert mehr. Und in Zell gibt es auch wirklich, wir haben da, sind da auch gelegentlich unterwegs gewesen, mit dem Bötchen angelegt und so. Da gibt es hier wirklich richtig guten, leckeren Moselriesling. Richtig. Aber nicht nur ein Riesling, da gibt es auch noch andere. Gibt auch noch andere Waren. Ja, du hast sie also auch durchgetrunken. Lecker, ja. Ja, okay. Also, das ist ja kein Luftballon, kein Schwarzer oder sowas. Ne? Sondern das ist ein Flatjack. Das ist eine gute Alternative zum Auffahrkeil. Für mich war es ganz wichtig, dass ich mich dafür entschieden habe, weil ich gesagt habe, einmal ist für mich das Gewicht wichtig und das Platzangebot. In so einem 3,5-Tonner Wohnmobil und in einer kleinen oder kleineren Garage hat man eben nicht ganz so viel Platz und die kann man schön klein zusammenfalten. Mhm. Und schön ist, ich brauche keinerlei Hilfe, um auf dieses Ding aufzufahren. Das schaffe ich tatsächlich ganz alleine. Hingegen auf so einen Auffahrkeil, da braucht man vielleicht doch ein bisschen Zuspruch bis hierhin her und nicht weiter. Und das war, wie gesagt, der Grund, warum ich mich dafür entschieden habe. Und wenn ich mich recht entsinne, du hattest auch erzählt, dass du eben alleine bist. Und gerade weil du alleine bist, war das das Hauptkriterium für dich? Für mich ist das das Hauptkriterium, weil ich überwiegend alleine unterwegs bin und ich, wie gesagt, nicht auf fremde Hilfe angewiesen bin, die mir sagen, ich muss jetzt hier oder habe noch 2 Zentimeter, um bis auf den Auffahrkeil zu fahren. Das kann man alleine bewältigen, wenn man vorne links am Fahrerfenster rausguckt, dann sieht man, wie weit ich noch fahren kann, aber mache ich das hinten hinterm Hinterrad, sehe ich das nicht. Ne? Und da ist man schon mal schnell drüber gefahren oder man muss wirklich extrem viel Gefühl haben. Ja. So, ja. Aber das war der Hauptgrund, warum ich es gemacht habe, dass ich mir das zugelegt habe. Und du hast auch was mitgebracht, nämlich einen Kompressor. Das Erste, an das ich gedacht hatte, war, Mensch, das nimmt zwar nicht viel Platz weg und das wiegt ja auch eigentlich so gut wie nichts, aber muss ich nicht so einen schweren Kompressor dann haben, um sowas nutzen zu können, weil so ein Wohnmobil wiegt ja auch was. Nee, also es funktioniert super mit dem Kit, was im Wohnmobil dabei gewesen ist, der eigentlich fürs Reserve anstelle des Reserverads mitgeliefert wird. Also ich musste da nichts Zusätzliches kaufen. Ich schleife auch kein zusätzliches Gewicht mit mir rum, sondern wie gesagt, das Teil habe ich eh im Auto und deswegen war das für mich noch eine super Entscheidung mit dem, mit dem Flatjack. Jetzt kenne ich das von den Luftballons her, wenn da mit dem spitzen Stein oder mit dem spitzen Gegenstand, wenn da jemand reinsticht, dann war es das. Ja. Das wird ja hier, ich meine, das Material wirkt wirklich sehr stabil. Ja. Aber wie ist das hier? Dafür habe ich mir bei IKEA eine super günstige für 49 Cent Teppichvorleger oder Türvorleger gekauft und den schiebe ich da immer drunter. Das sollte da natürlich mal irgendwo Nagel liegen, wird das Teil natürlich auch nichts nützen. Also es ist vielleicht schon immer noch sinnvoll, da vorher mal zu gucken und mal grob zu checken, ob da vielleicht ein Nagel oder irgendwas Besonderes Spitzes liegt. Ne? Das ist das. Was denke ich auch, was man ja auch so kontrollieren kann. Wenn du mir vielleicht mal hinten auf den Reifen zielst, da haben wir also schon ein weiteres Exemplar hingelegt und da eine deiner tollen 49 Cent Matten. Wenn der Kies aber jetzt so aussieht, wie er da hinter dem Flatjack aussieht,
dann dürfte das, also ich sag mal so, bei Erde und sonst was, ist Asphalt ist das sowieso kein Problem. Aber auch selbst wenn der Kies jetzt so ist wie da und da keine spitzen Steine rausragen, wird man das machen können. Das ist quasi für dich nochmal so eine zusätzliche Sicherheit. Genau, ja. Das ist für mich eine Sicherheit, dass nicht wirklich auch ein Steinchen drüber liegt. Das heißt, ich lege das hin und packe den genau da drunter, also mittig, sodass, wenn das Gewicht vom Reifen eben da drauf steht, dass der wirklich die Gewichtsverteilung eben entsprechend auf dieser Matte liegt. Und der Mitte soll so ein Symbol für das Profil sein, da muss man schon drauf achten und dann wird das genau da mittig drauf gefahren. Da sind diese Pfeile dann, die das entsprechend anzeigen. Und das Ventil hier, klar, das muss man natürlich immer sehen, dass das außen liegt, damit man das nachher befüllen kann. Ist selbstredend, in heißt du füllst, befüllst und out ist, du lässt es ab. Ja. Sollte auch, du kannst natürlich bei out auch befüllen, das habe ich auch schon gemacht, ne? Weil ich hatte das nicht richtig fest zugedreht. Ja. Dann pustest du auf, ziehst du den Kompressor aber ab, dann macht es gleich. Also passiert auch nur einmal. Danach weißt du von wegen, da steht in. Ja. Und dann, wie gesagt. Wie lange brauchst du dafür, bis das dann entsprechend aufgepumpt ist? 2-3 Minuten vielleicht. 2-3 Minuten. Ja, aber es ist schon in einem normalen Rahmen. Man kann jetzt nicht unbedingt eine Tasse Kaffee dabei trinken oder ein Gläschen Wein. Doch Wein könnte man, der wird ja auch nicht kalt. So, den kann man ja auch wieder zur Seite stellen. Aber wie gesagt, es ist relativ schnell und das ist jetzt nichts Dramatisches. Ne? Das ist dir schon mal passiert, dass du das vielleicht vergessen hast und hast vielleicht ein Weinchen getrunken? Besteht da nicht die Gefahr, dass es auf einmal Bums macht und dann ist das Ding geplatzt? Dann würde es wahrscheinlich auch platzen. Also ich achte tatsächlich darauf, dass ich es wirklich nur bis 1,2 Bar befülle. Tendenziell eher einen Hauch drunter als komplett. Ne? Weil gerade jetzt bei der Sonne, da weiß man es auch, Sonne dann... Ja, klar. Dehnt sich nochmal ein bisschen aus. Da dehnt sich sowas aus. Wollen wir es mal probieren, ob wir es hinkriegen? Dann machen wir das mal. So, wir gehen jetzt, was sagt der alte Grieche oder war das ein Lateiner, in medias res, das war der Lateiner, gell? Und wollen mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Doris wird uns das jetzt präsentieren und ich bin zwischenzeitlich aufgefahren und hatte noch die Frage gestellt, wenn man alleine ist, wie kriegt man das hin, dass man mit dem Reifen dann quasi auch so einigermaßen da, wo der gelbe Pfeil ist, dass man da dann in der Mitte steht. Und wie im richtigen Leben hat dann Doris geantwortet. Bisschen Erfahrung. Also es sind Erfahrungswerte. Man kann sich ja irgendwo einen Punkt suchen und weiß, ich muss jetzt ungefähr einen halben Meter zurückfahren. Das klappt vielleicht nicht. Wenn man wirklich ganz alleine ist, dann muss man mal aussteigen und gucken. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, in dem Moment, wo ich die Dinger unter die Räder lege, schwirren die Männer von rechts links an und die sagen mir, halt, stopp! Nicht weiter oder nur einen Zentimeter vor. Nee, also das geht. Das nehmen die nur als Vorwand, um eine attraktive Dame anzumachen. Nee, das glaube ich nicht. Ja, das glaube ich, glaub ich aber schon. Du kennst das doch. Wer mich im Dunkeln mitnimmt, lässt mich im Hellen wieder frei. Das kann ich nicht bestätigen. Das werden wir auch. Was? Deine Frau. Heike. Die reicht gerade Veto ein. Heike, Scheidung. Heike, brüll, stopp. Nee, also, wir verstehen uns. Ich wollte gerade sagen, wir verstehen uns. So, alles gut. Und das Problem ist jetzt natürlich, dass wenn wir zur Tat schreiten, dann wird es ein bisschen lauter und dann wird es auch schwieriger mit der Unterhaltung. Deshalb zeigen wir jetzt mal vom Grundprinzip, wie das funktioniert. Wir schließen das an, pumpen das ein bisschen hoch und dann soll es das auch gewesen sein. Wichtig, wie gesagt, immer bei innen. Immer bei innen, ja. Und jetzt wird's laut. Oh, naja, es geht, wir könnten uns sogar noch dabei unterhalten. Man kann das machen. Und das sind jetzt schätzungsweise, so wie es aussieht, wie viel ist das jetzt? Also ich würde sagen, das sind schon 7 Zentimeter sind das. Durchaus, oder? Ja. Sind das, ne? Und mit den letzten 0,2 Bar kommt dann auch mal richtig Höhe rein, ne? Ja.
Also für die letzten 0,2 Bar braucht er tatsächlich ein bisschen länger. Braucht aber, das länger. Ja, ist klar. Ne? Da muss der Kompressor stärker arbeiten und dann dauert das ein bisschen. Also jetzt noch mal der zweite Versuch. Winke, winke und tschüss zusammen. Alles Gute. Bis dann. Ciao, ciao.